Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer und heute geht es um einen Wodka-Drink, der sehr erfrischend ist. Ein Fizz mit Minze, mit Zitrone, mit Mandeln, dazu kommen wir gleich. Wodka, ein Schuss Soda, super erfrischend, ein toller Drink und ich möchte ihn heute twisten. Macht man jetzt so. Naja, also, ich habe über Wodka-Drinks nachgedacht, weil ich mal ein bisschen Drinks mit dieser extrem schönen Flasche Mary White mixen wollte. Wodka. Und da fällt einem ein Drink ein, das ist der Parkside Fizz von der Bar-Legende. Ich weiß gar nicht, ob er den erfunden hat oder in seiner Bar. Ich glaube, es war er, Jim Meehan. Ich denke mal, oder es war aus seiner Bar. Meines Wissens kommt der Drink aus seiner Bar. Egal, es geht darum, dass der Idee hatte mit frischer Zitrone und dann Orejat. Das ist ein Mandel, was ist denn das? Ein Sirup, ein Extrakt, das ist aus Mandeln gewonnen. Wodka, Minze, geshaked. Macht er einen sehr interessanten, tollen, frischen, aromareichen Wodka-Drink. Dann mit einem Schuss Soda als Fizz, toll. In meinem Shop hier, Trinkabenteuer, habe ich derzeit kein Orejat. Zumindest, also es gibt ein, zwei sehr gute, aber ich habe sie nicht bei mir im Shop. Aber ich habe was, also Orejat ist halt Mandel, oft nimmt man dann Amaretto. Da haben wir sehr geilen Bio-Amaretto, aber ich habe noch ein anderes Produkt, das ist mir wieder eingefallen. Das finde ich unglaublich geil, habe ich lange nicht mehr probiert und wollte ich mal vorstellen. Das ist nämlich Adriatico. Hier steht drauf Likör Amaretto und da muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt tatsächlich aus dem Hause Adriatico Amaretto. Also es gibt eine Flasche, die ist genauso, aber die hat einen bräunlichen Inhalt, da drin ist Amaretto. Aber sie machen, ich weiß gar nicht, ob sie das auch so nennen. Ich nenne es eigentlich Mandelmilch oder, also das ist tatsächlich Mandelmilch, aber also das ist ein Likör aus Mandelmilch und der ist sehr leicht alkoholisch. Was hat er? 18? 16 Volumenprozent. Ist wirklich milchig. Ist natürlich keine Milch. Hat ein sehr starkes Mandelaroma und ganz viel feine Aromen und Gewürze drumherum. Krass, habe ich lange mehr getrunken. Ist sehr lecker. Und da fiel mir ein, vielleicht können wir einen Parkside Fizz mit diesem kleinen Kollegen machen. Lecker. Also wenn man Amaretto mag. Orejat ist ja das große Thema. Ich habe auch schon mal überlegt, das mache ich auch nochmal in einer anderen Episode, in Mai Tai damit zu mixen. Weil Orejat oder jetzt sowas, mal gucken. Also ich versuche es erstmal hier. Im Original würde man 2 cl Orejat nehmen und dann 3 cl Zitrone. Allerdings glaube ich, das hier hat ein bisschen weniger Zucker. Deswegen würde ich mal, das OP-Besteck liegt ja hier, meine Zitrone. Oh, ich muss erst noch einen Jimmy-Trick machen. Klar, Moment, da komme ich gleich zu. Ich nehme hier so ein bisschen Zeste ab. Ich erzähle gleich warum. Ein bisschen dick gezestet, egal. Platz für die Presse. Zitrone, frisch, wie man sehen kann, immer wichtig. So, ich würde jetzt erstmal mit 2 cl daran robben, um zu gucken, ob wir von der Säure dann schon mit dem fein sind oder ob es wirklich ein bisschen mehr sein muss. Das Original hat halt ein bisschen mehr Zitronensaft. Schauen wir mal. Das ist interessant. Man hat durchaus schon Mandel. Ah, doch, es ist gut. Ich überlege gerade, ob es ein bisschen zu frisch sogar schon ist. Dann scheint der Kollege. Nee, ist gut. Gleiche Teile, 2-2. Ich werde gleich auch den fertigen Drink zeigen. Aber es hat noch einen Hauch Frische, was wir ja auch wollen bei einem Fizz. Es soll ja schon so ein bisschen. Hello. Das ist ja schon die Idee. Ich stelle das hier mal weg. So, also wir haben 2 cl, dann haben wir 2 cl Zitrone, 2 cl von dem Mandelchen hier. Jetzt nehmen wir 6 cl von Mary White. Aus der hübschen Flasche. Dann die berühmten 10 bis 15 Blatt Minze. Liest man oft, wenn man so Mojito-Rezepte, sage ich auch immer, ist so ein Gardemaß hier. 1, 2. 3, bei Minze nicht die Stiele mit reingeben, das wird bitter. Kleine Spitze hier retten für die Deko. Dann sich umentscheiden, weil diese Spitze schöner ist.
Die Spitze wieder mit reingeben. Ihr wisst ja, wie es ist. So. Die Stiele nicht da rein, sondern weg. In die Halle. So. Was haben wir? Wir haben jetzt eigentlich schon einen ganz guten Drink. Und ich meine, dass es sogar im Original so ist bei mir hin. Er gibt zwei Zesten von der Zitrone mit rein. Das macht man, ich wollte es nur mal zeigen, das macht man bei ein paar Drinks so. Ein Original, zum Beispiel Whisky Smash, da werden ja, wenn man es richtig, also wenn man diese neue Arten macht, da, hier fallen Flaschen um in der Halle, okay, dann werden, dann gibt man, macht man, shakt man die ganze Zitrone mit und aus der Schale kommen Öle. Und wenn man so ein bisschen mit reingibt, gibt es nochmal so ein bisschen herbere Töne. Schauen wir mal, ob es klappt. Wobei der, also herb ist falsch, das sind die ätherischen Öle. Aber der Amaretto oder der Mandelmilch, Likör, was immer das sein soll hier, ist auf jeden Fall sehr lecker. Bringt natürlich schon eine gewisse Stärke mit. So, wo ist mein Checker? Proper Preparation prevents piss poor performance. So, auf geht's. Fizz wird ja normalerweise, also ganz klassisch serviert man Fizz ohne Eis in ein Glas. Man kann so ein bisschen schon mal die Soda reingeben, 2-3 cl. Das ist aber natürlich, wie ihr es mögt, aber ganz klassisch würde man sagen, kein Eis ins Glas. Allerdings, wie man sieht, sind es dann sehr kleine Drinks. Deswegen sind Fizzgläser oft sehr, sehr klein. Ich tatsächlich, wie gesagt, wenn ich jetzt kleinen Gin Fizz finde ich eigentlich, wenn er im richtigen Glas ist, auch schön, das ist sehr erfrischend, aber wenn es, also ich glaube tatsächlich auch bei uns in der Bar servieren wir den Parkside Fizz auf Eis, weil ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich finde es einfach, das ist so ein schöner, erfrischender, für mich fast eine Art Long Drink und ich finde ein bisschen Eis da ganz gut, deswegen gebe ich mir das dazu. Der Parkside Fizz. Bin jetzt sehr gespannt, wie unser kleiner, das sieht doch ganz nice aus, oder? Für einen Wodka-Drink. Wie unser kleiner Mandel. Er bringt natürlich auch so eine schöne, das Original hat nicht ganz diese Milchigkeit. Es kommt natürlich durch diesen feinen Herren hier, oder da, ist das ein Herr oder eine Dame, ich weiß nicht, aber cheers. Ist auf jeden Fall, also ist gut, ist auf jeden Fall anders, als wenn man es von Orijan macht. Es ist leichter, es ist wirklich sommerlich, es ist ganz leicht. Es ist ein ganz feiner Mandelton. Und ich glaube, es könnte ein bisschen mehr sein. Also ich glaube, man könnte es fast umdrehen, dass man 3 cl, ich mache mal einfach mal so, um es zu probieren, wie es schmeckt. Ist ja hier ein Trinkabenteuer, da darf man ja mal. Ich gebe einfach nochmal ein CL rein, rühre nochmal um und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Ich glaube, dass man es, weil dieser Vertreter so leicht ist, milchig ja fast, dass wir es umdrehen, statt wie im Original 3 cl Säure, 2 cl Orijat, würden wir hier 3 cl und 2 cl Zitrone nehmen. Schauen wir mal. Ist es besser? Deutlich. Also, es ist immer noch interessant, leicht, frisch, milchig, also so ist es besser. Wenn muss man, also ich glaube, wenn man den guten Adriatico vermixen möchte, wie heißt der? Da ist irgendwas noch da oben steht, Bianco, das habe ich eben gesucht, genau. Amaretto Crushed Almonds Bianco Liquor. Genau. So.
Wenn man den guten Adriatico verwendet, muss man es drehen. Man muss ein bisschen mehr davon nehmen. Ich glaube, was auch gehen würde, wäre einfach nochmal ein CL Zucker, dann kriegt man mehr Power. So ist es, also jetzt ist ganz viel Mandel da, was ich toll finde mit der Minze, mit der Zitrone. Aber es ist wirklich ganz leichter verspielter Drink. Also wirklich, also, das ist ja immer das Gemeine an Wodka. Diese 6CL merkt man natürlich gar nicht, ne? Also, man schmeckt sie nicht. Das heißt, ich habe hier was, wo ich denke, oh, das ist aber lecker, das ist aber lecker. Und ich, also damit liegt man ja am Pool, das ist ja offensichtlich. Man hat so das Gläschen und, also Wodka merkt man hier gar nicht. Obwohl ja eine Menge drin ist im Verhältnis. Das ist ein schöner, erfrischender Ring. Also wer Amaretto mag und Mandeln, dem würde ich vielleicht mal den Kauf einer Flasche Adriatico ans Herz legen. Ist interessant, das Zeug. Kann ich nicht anders sagen. Das war's. Also, ein kleines Wodka-Trinkabenteuer. Hier findet ihr noch mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch noch ein, zwei anschaut. Man kann ja lieber noch mal eins gucken, falls man nicht weiß, was man am trinken sollte. Und im Moment, wenn ich es hochlade, könnt ihr gucken, Adriatico ist gerade im Angebot. Hier ist ein Link zu den Trinkabenteuer-Angeboten im Shop. Falls das Video schon ein bisschen älter ist, guckt trotzdem drauf, weil da sind immer wieder coole Sachen. Vielleicht ist was für euch dabei. Ich würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Trinkabenteuer. Ciao, Kakao. Kann ich nicht sagen. Ist Mandel. Ciao, Mandel. Reimt sich nicht. Egal. Tschüss.